Hallo und herzlich willkommen bei Atlas. Ich wollte euch heute zeigen, mal zwei Jeans eigentlich, die ich so herausgefunden habe, beziehungsweise, ja, die sind ja halt da und die möchte ich euch jetzt zeigen. Das ist einmal das Geisterschiff und der zweite ist ja der Händler. So, es geht ganz einfach. Ich werde euch mal zeigen, dass es funktioniert. Hier habe ich schon mal die zwei Schiffsarten, die jetzt sich hier bewegen. Ja, es hakt hier so ein bisschen, weil ich habe schon ein bisschen viel gecheatet. Es ist alles nie sozusagen natürlich entstanden. Aber jetzt bewege ich mich mal ein bisschen weiter. So, jetzt fangen wir mal erstmal mit dem Geisterschiff, was eigentlich super interessant ist. Cheat an sich, ich habe hier so ein paar Cheats schon mal ausprobiert, aber das Geisterschiff ist hier. Das findet ihr unten in der Beschreibung, beziehungsweise ich lasse das jetzt hier nochmal einblenden. Bam, haben wir das Geisterschiff. So, ne? Also falls ihr ein Geisterschiff sucht, könnt ihr euch ein Geisterschiff spawnen. Ne? Geht so. Ganz einfach. So geil. So, das zweite ist, ich habe so ein paar Sachen gefunden in den Dateien. Da sind die Schiffe, die Händlerschiffe, und da haben wir also mal alles Mögliche hier. Eins, Base, wie auch immer hier. Ja, ich nehme einfach eins davon. Alle drei funktionieren. So, nehmen wir. Oh, der greift mich hier an, ist ja schön. So. Gut, nehmen wir mal den. Lassen wir den mal vorbeifahren. Das ist ja ganz schön aggro, der Freund. So, das ist der zweite. Ja, und die schwimmen jetzt irgendwie hier komischen, also Runden. So, und dann haben wir ja das. Ah, die schießen auf mich. Gucke mal. Ich weiß nicht, ich wollte mal ausprobieren, ob man von etwas höher auch cheaten kann. So. Ja, geht. Also man muss jetzt nicht. Also im Wasser soll man stehen. Ich denke, wenn ich jetzt nicht im Wasser stehen würde. Kann man gerne mal ausprobieren, was dann passiert. Wahrscheinlich stürzt mein Server ab. So, like hier vorne, ne? Vorne? Und gucken, ob der kaputt geht. Okay, also im Wasser muss es schon sein. Ich denke, hier wird mein Server komplett auseinanderfallen, oder? Echt jetzt? Ein Geisterschiff? Lol. Lol. Okay, das sieht schon interessant aus. Ich bin noch ein bisschen am gucken in die Dateien, ob ich noch finden kann die NPC-Schiffe, also die Piratenschiffe. Oh. Oh, der hat mir alles kaputt gemacht. Er hat mich gekillt. Oh. Freeport, Freeport. Ich weiß gar nicht mehr, ob das der zweite. Doch, der zweite war das. So, so sieht's aus. Jo, es ist eigentlich ziemlich einfach. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ciao.